Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, und wir haben ein Invite für die Alphametrie 2.0 und da legen wir direkt los. Zwischenwelt, Alphametrie 2.0. So, wir kämpfen gegen den ursprünglichen Midgar-Sommer zu seiner stärksten Zeit. Ich bin Midgar-Sommer, der Urvater aller Drachen. Ja, und den versuchen wir jetzt mal zu besiegen. Können eure sterblichen Augen meinen Bewegungen folgen? So, wenn er so, sich so im Kreis dreht, müssen wir weg von ihm. Dann macht er nämlich ein AE um sich rum. So, das gleiche Spielchen kommt nochmal. Dreht sich wieder zweimal im Kreis. So, und dann natürlich stacken, ganz klar. Er dreht sich einmal. Und jetzt macht er so einen Überschlag da. Ja. Muss man eigentlich unter ihm gehen. Aber ich halt bin wieder weggesprungen. Deswegen. Naja. Egal. So, wieder unter ihm. Überschlägt sich und das wahrscheinlich auch gleich ein zweites Mal. Da macht dann dieses Kreuz sozusagen zweimal überschlagen. Diese Eisflächen müssen am besten in den Rand getragen werden. So, überschlägt sich. Zweites Mal. So. Jetzt fliegt er durch die Arena und wir müssen aufpassen, wo diese Kugeln einschlagen. So, und jetzt diese unsterblichen Schlüssel erledigen. So, jetzt ist der Drache verwundbar. Dann können wir den erstmal erledigen. Währenddessen sammelt sich Energie beim Midgar-Sommer. Vergeht im Licht des ältesten Sterns. So, das wäre überstanden. Und da ist er wieder. Ja.
So, hier sieht man, dass jetzt gleich was einschlägt und in diese Richtung dann weiter geht. So, jetzt kommt ein Eisfeld. Und ich kann es noch spannender zu machen. So, er dreht einmal eine Runde. Er dreht sich noch einmal. Überschlagen, müssen wir schon aufpassen. Na, natürlich fliegt er meiner Combo weg. So, er ist da hinten. Hallöchen. So, da ist er wieder. So, er überschlägt sich. Also kommt wieder ein Kreuz. Dann hier kommen Erdstöße, wenn man so einen Mark drüber hat. Ich glaube insgesamt 4 Stück sind das. Ja, toll. Für was stelle ich mir eigentlich rein, um es abzufangen? Gut, das passiert dann, wenn man zu wenig, also wenn sich zu wenig in den Kreis stellen. Aber gut, Midgar Sommer ist eh gleich besiegt. Mal wiederbeleben lassen. So, und da ist er besiegt. Der Urvater der Drachen. So, das war's. Wir bedarfen wieder mal auf alles und, naja, bekommen alles. Juhu. So, dann raus hier. So, Midgar Sommer ist besiegt. Ein grandioser Sieg, Theo. Allein beim Zusehen stockte mir mehrfach der Atem. Bei eurem Kampf kam mir ein Gedanke. Ist dir die Ähnlichkeit zwischen Midgar Sommer und Shinryu aufgefallen? Anders als die meisten Primae ist Shinryu nicht aus einem etablierten Glauben entstanden. Eine Theorie besagt, dass er als Abbild von Bahamut geformt worden sein könnte. Aber jetzt kommt mir eine neue Hypothese in den Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die Gestalt von Shinryu auf Midgar Sommer beruht, dem Urvater aller Drachen. Was wäre, wenn die weit verbreiteten Vorstellungen darüber, wie ein Drache aussieht, auf Jahrhunderte alten Erzählungen über Midgar Sommer beruhen? Könnte es dann nicht auch sein, dass Shinryu nach seinem Ebenbild beschworen wurde? Unbewusste Erinnerungen und Gedanken könnten zu einem ähnlichen Aussehen geführt haben. Leider habe ich keine Möglichkeit, meine Hypothese zu überprüfen. Fest steht, dass Shinryus Beschwörung zu Omegas Erweckung durch uns geführt hat. Wirklich eine seltsame Fügung des Schicksals, wenn man Omegas Verbindung zu Midgar Sommer bedenkt. Was auch immer das Schicksal noch für uns bereithält, du hast heute den Gegner besiegt, an dem sich Omega die Zähne ausgebissen hat. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und als Dankeschön bekommen wir die Notenrolle von Deltascape. So, Alpha und Omega.
Jetzt ist Omega wieder am Zug. Abschaltung eingeleitet. Alle Tests sind abgeschlossen. Alle Testwelten abgeschaltet. Volle Systemleistung auf Hauptfunktion umgeleitet. Glückwunsch, Gruppe Alpha. Ihr habt alle Tests erfolgreich abgeschlossen und euch damit bis zu mir vorgekämpft. Ich freue mich schon auf den Kampf gegen euch. Die anormale Diskrepanz zwischen euren berechneten Kampfkraft und eurer tatsächlichen Leistung gegen Midgars Rommer erfordert eine direkte Analyse. Im Kampfmodus. Bereitet euch gut vor und aktiviert die Transportvorrichtung, um zu mir zu gelangen. Endlich. Omega scheint übermächtig zu sein, aber verlass dich auf den alten Sith. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ich glaube, Omega hat eine Schwachstelle, die wir ausnutzen können. Ich brauche nur noch etwas mehr Zeit, um meine neueste Erfindung zu vollenden. Zunächst ein paar Einstellungen. So. Ach ja, Alpha, hast du noch mehr wundersame Gegenstände auf Lager? Wir dürfen nichts unversucht lassen. Ein Juwel, Steine. Und eine Karte. Lässt sie ihr Ziel wachsen oder schrumpfen? Schon gut, Kleiner. Du musst es mir nicht erklären. Du weißt selbst am besten, wie du deine Geheimwaffen einsetzen kannst. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Auf dich. Keine Sorge, wir werden gewinnen. Auch ohne deine Wunderwaffen bleiben dir immer noch deine Krallen. Keine Sorge, wir werden gewinnen. Hier, in diese Flasche habe ich den Rest des Unsichtbarkeitswassers gefüllt. Vielleicht hilft es uns gegen Omega. Hör zu, Alpha. Bisher waren wir für Omega Versuchskaninchen. Aber ab jetzt
wird sie uns nicht mehr unterschätzen. Wir wissen nicht, zu was sie wirklich in der Lage ist. Aber ich vertraue auf unser Wissen und unsere Fähigkeiten, auch auf deine. Zeig, was du kannst. Glaub an dich und sei mutig. Kommt, lasst uns den interdimensionalen Riss verlassen. Ich hoffe, Jesse hat meine Erfindung fertig zusammengebaut. Gut, dann wahrscheinlich nach Algas Wacht. Also dann, ich gehe gleich nach Algas Wacht, um ein neues Spielzeug abzuholen. Ich muss noch eine letzte Inspektion durchführen. Solange kannst du dich etwas ausruhen. Wenn ich fertig bin, können wir unsere Strategie besprechen. Okay, okay, okay. Alpha scheint sich Sorgen um sie zu machen. Du hast das Gefühl, es wäre besser, eurem Freund zu folgen. Ja. Hatte ich vor. Dann auf nach Algas Wacht. So, dann warten wir hier mal auf ihn. Hey, warum zitterst du denn so? Neo, du bist wieder auf den Beinen. Bei der Analyse der Daten über den Kampf zwischen Omega und Shinryu ist mir etwas Interessantes aufgefallen. Von allen Angriffen konnte nur Shinryus Blitzstrahl Omegas Verteidigung durchdringen. Offensichtlich ist sie anfällig für elektrische Energie. Ja, alle verfügbaren Informationen untermauern diese These. Vermutlich handelt es sich um eine systemimmanente Schwäche, die selbst Omega nicht gänzlich ausgleichen kann. Trotzdem würde ich darauf wetten, dass ihr gewöhnliche Blitze wenig anhaben können. Wenn wir ihr gefährlich werden wollen, müssen wir eine gewaltige Energiemenge in einem Angriff bündeln. Und dafür hast du ein Gerät entwickelt? Lass mich raten. Es basiert auf den Konstruktionsplänen von Midas für seine Sendeanlage, stimmt's? Um eine Verbindung zwischen der Sendeanlage und Dalamut aufzubauen, erfand mein Vater eine Methode, gewaltige Energiemengen zu generieren und zu bündeln. Leider hatte er die Energie nicht richtig unter Kontrolle, was bekanntermaßen zu der Zerstörung ganz Bosia geführt hat. Trotzdem denke ich, das könnte genau die richtige Technik für unseren Zweck sein. Ich habe einige Verbesserungen vorgenommen und alle Berechnungen doppelt und dreifach überprüft. Auf dem Papier sieht alles gut aus und Jesse hat bei dem Zusammenbau ganze Arbeit geleistet. Wovor hast du denn solche Angst? Ich weiß es nicht. Dieses Gerät kann uns den Vorteil verschaffen, den wir so bitter benötigen, aber sobald ich es ansehe, überkommen mich die dunklen Erinnerungen an die Zitadelle. Ich habe die durch die Hitze geschmolzenen Leichen vor Augen. Ich spüre die anklagenden Blicke der Hinterbliebenen auf mir. Ich zucke unter dem vernichtenden Urteil des Kaiserreichs zusammen. Damals wurde mir schlagartig klar, dass unsere Erfindungen, mit denen wir unsere Zukunft bewahren wollten, allzu oft unschuldige Leben zerstörten und zu Kriegszwecken missbraucht wurden.
Deshalb floh ich nach Eosia und schwor, Technologie nur noch zum Guten zu verwenden. Doch das ist leichter gesagt als getan, wie ich immer wieder schmerzlich erfahren musste. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Kämpfen gegen grausame Schicksalsschläge. Selbst die besten Absichten schützen uns nicht davor, uns selbst oder andere zu verletzen. Erst wenn wir die Furcht vor solchen Wunden verlieren, sind wir in der Lage, unsere eigenen Wege zu gehen und kurze Momente des Glücks zu finden. Was für ein Gefasel. Seit wann bist du so gefühlsduselig? Wirst du wohl langsam alt, was? Ja, vielleicht. Als Student plagten mich keine Zweifel. Ich forschte an neuen Erfindungen, ohne auch nur einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Mittlerweile lege ich bei meinen Erfindungen größere Sorgfalt an den Tag und durchdenke die Folgen bis ins kleinste Detail. Ich glaube, das liegt daran, dass mir mittlerweile viel mehr am Herzen liegt. Ich denke nicht mehr nur an mich selbst. Ha, du spinnst doch. Aber wenn du so willst, dann ist Omega mit ihren rücksichtslosen Testmethoden auf dem gleichen Entwicklungsstand wie du damals als Student. Und wenn du dich heute wirklich für überlegen hältst, dann kannst du das hoffentlich beweisen mit deiner neuen Erfindung. Ja, das hoffe ich auch. Allerdings war ich niemals so einsam wie Omega. Die Konkurrenz zu dem zweitbesten Studenten der Akademie hat mich damals immer wieder angespornt. Es hat mir immer einen kleinen Schock versetzt, wenn er ausnahmsweise mal bessere Noten als ich hatte. Oh je, ich glaube, ich bin schon zu lange auf den Beinen. Es wird höchste Zeit, mich wieder hinzulegen, ehe ich umkippe oder mich erbreche. So. Oh, Alpha, Teru, ihr könnt es wohl kaum erwarten, was? Nun, von mir aus kann es losgehen. Sobald du dich mit allen Nötigen ausgestattet hast, können wir in den interdimensionalen Riss zurückkehren und unseren Plan besprechen. Jo, das machen wir doch mal. So, dann auf zu den spähenden Steinen und dann auf zum interdimensionalen Riss. So, der Schlund von Omega. Ist ja mittlerweile ganz schön viel Müll angefallen, ne? Ah, Teonu, willst du dich wieder in den gähnenden Schlund wagen? Ja, natürlich, deswegen bin ich da. Danke für deine Geduld. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Das ist das Steuermodul für eine Waffe, die ich Omega Blitz getauft habe. Auf deinen Befehl erzeugt sie einen gewaltigen Blitzstrahl. Er wird Omega nicht komplett zerstören, aber zumindest ihre Waffensysteme lahmlegen. Das Hauptmodul der Waffe werde ich von hier aus bedienen. Das ist das Beste, was ich als Techniker tun kann, um dir zum Sieg zu verhelfen. Alles Weitere hängt von dir ab. Alphametrie 3.0 ist nun zugänglich. Ja, gut, das hat ja länger gedauert als gedacht jetzt. Dann würde ich mal sagen, die Alphametrie 3.0 betreten wir dann in der nächsten Folge. Jo, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen wieder und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.
Viele Monde sind gekommen und gegangen. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der sich gegen den Sturm stellte. Auf den mutigsten aller Krieger. Den Krieger des Lichts.